Hat Deutschland wirklich ein Problem? Ja, das hat es. Die Prognosen von den Wirtschaftsinstituten, die werden durch die Bank runtergesetzt. Und zwar nicht nur die kurzfristigen, das wäre ja noch nachvollziehbar, sondern auch die mittelfristigen Wachstumsprognosen. Und die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die nimmt plötzlich auch stark ab. Warum ist das so und was läuft hier falsch? Mit einer besonderen Würdigung der Klimapolitik. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wo steht Deutschland im Vergleich? Es ist schon eine Weile her, 1999. Da hat der Economist einen berühmten Beitrag veröffentlicht. Germany stalls the Euro falls. Deutschland kommt nicht aus dem Quark, seine Wirtschaft ist schwach, es ist der kranke Mann Europas. Und es war auch so, viele wissen es vielleicht noch, damals war Dauerkrise, permanent hohe Arbeitslosigkeit und jedes Jahr ist dann auch ein blauer Brief aus Brüssel gekommen. Ich weiß nicht, ob man heute immer noch blaue Briefe kriegt aus Brüssel, wenn man die Verschuldungskriterien nicht einhält. Das sorgt heute wahrscheinlich eher für Heiterkeit. Aber 11 Jahre später, da hat der Economist wieder einen Beitrag geschrieben zu Deutschland. Europe's Engine, ein 14 Seiten Sonderreport. Da war es plötzlich ganz anders. Deutschland war plötzlich der Wachstumsmotor in Europa. So schnell kann es gehen. Und im Moment glauben wir ja, wir sind immer noch der Wachstumsmotor. Das sind wir aber nicht. Wir sind jetzt wieder das Schlusslicht. Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal geschrumpft, während sie in der Eurozone noch leicht gewachsen ist. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, Gaskrise nachvollziehbar ist geschenkt. Aber dieses Jahr soll die deutsche Wirtschaft auch wieder schrumpfen und damit auch wieder unterdurchschnittlich bleiben. Das sagen sowohl der IWF als auch die OECD als auch die Europäische Kommission in ihren Prognosen. Und wir haben gleichzeitig aber auch Einrichtungen, ja, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, wie das Kiel-Institut für Weltwirtschaft, wie das Leibniz-Institut oder auch wie das IFO-Institut. Und die sagen alle, das Wachstum bleibt bei unter 1%, und zwar die nächsten 10 Jahre. Deutlich niedriger als früher. Der Fokus hier, der spricht sogar schon von einem verlorenen Jahrzehnt. Und das IFO-Institut sagt sogar, es gibt mittelfristig für uns nur noch 0,5 bis 0,75% Wachstum. Also noch schlechter als damals, als wir der kranke Mann Europas waren. Und dann auch noch eine Studie vom ZEW, Vergleich der Konkurrenzfähigkeit der 21 größten Wirtschaftsnationen. Deutschland fällt auch da immer mehr ab und ist da jetzt nur noch auf dem drittletzten Platz. Was ist unser Problem? Ich könnte es jetzt wie immer machen. Ich könnte ein Bild von Robert Habeck zeigen und sagen, das ist unser Problem. Und alle sagen, ja genau. Und jeder ist zufrieden. Und zu den Grünen komme ich auch noch gleich noch. Aber was ist sonst noch unser Problem? Demografie natürlich. Der Anteil der älteren Menschen steigt. Ältere Menschen, da haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört. Das sind die, die noch Zeitung lesen und Fernsehnachrichten schauen und sowas. Und die hoffen, nachdem sie ein Leben lang geschuftet haben, dass sie jetzt wenigstens noch einen Pflegeplatz kriegen. Davon gibt es natürlich immer mehr. Man spricht jetzt auch nicht mehr von einer Bevölkerungspyramide, sondern man spricht jetzt von einer Bevölkerungsverteilung in Urnenform, was natürlich auch schon sehr viel sagt. Ist ein Riesenproblem. Und außerdem geht das Wachstum in den reichen Ländern sowieso zurück. Das ist einfach so. Hier haben wir das deutsche Wirtschaftswachstum seit 1950. Nimmt kontinuierlich ab. Es ist einfach kein Schwung mehr drin. Obwohl wir ja seit der Finanzkrise und seit der Eurokrise eigentlich eine Sonderkonjunktur gehabt hätten. Durch extrem niedrige Zinsen, durch die dann ja auch die Immobilienpreise stark gestiegen sind. Dadurch haben wir einen starken Immobiliensektor gehabt. Wir haben immense Vermögenszuwächse im Land dadurch auch gehabt. Das werden wir die nächsten 10 Jahre so nicht nochmal haben, meiner Meinung nach. Das sind aber alles Sachen, die gibt es ja in anderen Ländern zum Teil auch.
Also was ist das Spezielle an Deutschland jetzt? Deutschland ist immer noch ein Industrieland. Das war auch immer die große Stärke. Aber letztes Jahr in der Gaskrise, da hat man sich dann Sorgen gemacht wegen einer drohenden Deindustrialisierung. Wenn Sie das jetzt in Frankreich sagen oder in England, die Deindustrialisierung kommt, dann sagen die, hä, ja und, so what, weil die haben ja sowieso keine Industrie mehr oder weniger. Der Anteil der Industrie an der Gesamtwirtschaft, der liegt da bei 17% und auch in den USA ist er auch nur noch bei 19%, aber in Deutschland eben noch fast bei 30%. Das unterscheidet uns von denen. Da hat man ja auch früher gern immer auf uns runtergeschaut und gesagt, naja, Deutschland ist anscheinend noch keine so richtig entwickelte, moderne Volkswirtschaft, weil sonst wäre ja bei uns auch nur noch Dienstleistung. Aber die letzten Jahre waren sie dann schon ein bisschen neidisch und inzwischen wird ja auch überall versucht, dass man auch Industrie wieder zurückholt. Nur als reiches Industrieland, da sind wir jetzt natürlich auch ganz besonders anfällig. Man braucht erstens Fachkräfte für sowas, davon haben wir anscheinend auch nicht genug. Man braucht aber eben auch wirklich konkurrenzfähige Strukturen. Wenn Ihr Friseur jetzt eine Strompreiserhöhung kriegt, dann ist es für den sicherlich auch schlimm. Aber er wandert darum nicht nach Asien ab, weil da verliert er dann nämlich seine Kunden und in Asien gibt es ja auch schon andere Friseure. Aber ein Industrieunternehmen, das den Weltmarkt beliefert und bei dem zum Beispiel die Energiepreise stark steigen, das kann und das muss drüber nachdenken, ob es seine Produktion nicht vielleicht verlagert. So geschehen in der Gaskrise und das ist auch noch nicht vorbei. Produktionsverlagerung war übrigens schon mal ein großes Thema, so vor 10, 15 Jahren, als man dann gemerkt hat, ja, es gibt die Globalisierung und die da verschiebt sich eben jetzt auch viel. Und es war übrigens auch genau die gleiche Zeit, wo hier die Anleger sich alle auf Aktien aus den Emerging Markets gestürzt haben. Inzwischen hat man aber wieder das Gefühl, naja, so viel ist doch gar nicht verlagert worden und der deutschen Industrie geht's gut. Und man glaubt ja auch, Globalisierung und sowas, das gibt es eh nicht mehr. Und wenn wir jetzt alles hier digitalisieren, dann haben wir ja auch wieder einen riesen Standortvorteil gegenüber den anderen. Aber es ist eben leider nicht so, dass man zum Beispiel in China oder in Mexiko oder in Ungarn Autos jetzt noch bauen würde mit Mistgabeln und mit Dreschflegeln, sondern die haben eben auch Zugriff auf die gleiche Technologie, wie wir sie haben. Und wenn das dann ein Auslandswerk ist von BMW und Volkswagen, dann ja sowieso. Und den deutschen Autokonzernen, denen geht's gut. Das weiß auch jeder. Aber wie geht's denn der deutschen Autoproduktion? Das ist sie. Die Daten vom Verband der Automobilindustrie. Ich habe sie von der Seite von Investing.com. Rollierend die letzten 12 Monate jeweils. Sie hat sich die letzten 10 Jahre fast halbiert. Und vor allem seit 2017 geht's da massiv runter. Auf nur noch 3 Millionen Pkw. Dafür sind 10 Millionen Pkw von den deutschen Autokonzernen im Ausland gebaut worden. Und das ist aber Autoindustrie, das ist Kernkompetenz, da hängen ja dann auch die ganzen Zulieferer dran und so weiter. Und warum hat sich das verlagert? Ich zitiere da mal Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management aus einem Artikel von Focus Online. In der deutschen Autoindustrie kostet eine Arbeitsstunde inklusive Lohnnebenkosten 59 Euro, in Spanien 29 Euro und in Ungarn und in Polen sogar nur 13 Euro. Es ist ein Drama, schiebt er dann noch hinterher. Und das können wir uns schönreden, wie wir wollen. Wir sind in einem harten Wettbewerb und es geht auch nicht nur um Löhne, sondern es geht eben auch um Lohnnebenkosten, um Steuern, um Gebühren, um Bürokratie, um Planungsverfahren. Und es gibt keinen einzigen Punkt mehr, wo wir da besonders gut aussehen. Und aber eben auch um Energie. Und im Moment hoffen ja manche noch, dass wir so eine Art Boom bekommen jetzt, wenn sich die ganze Industrie umrüstet auf Klimaneutralität, da einen Investitionsboom eben.
Aber das IFO-Institut sagt zum Beispiel ganz klar, nein, die Klimaneutralität, die wird auch in Zukunft eine Belastung sein. Weil wenn immer mehr Investitionen benötigt werden, dafür, dass man weniger CO2 ausstößt, dann fehlen die natürlich woanders. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wir haben sowieso zum Beispiel schon die mit Abstand höchsten Stromkosten in den G20-Staaten. Dann haben wir jetzt noch den Wegfall der Kernenergie. Und in der Gaskrise letztes Jahr, da haben viele ja schon gesagt, wie zum Beispiel BASF, wir fahren unsere Europa-Aktivitäten auf Dauer runter. Und gleichzeitig investieren sie jetzt aber nochmal 10 Milliarden Euro in China bei unserem wichtigsten Handelspartner. Und auch da ist es der große Trend, dass man jetzt eben nicht mehr so viel nach China exportiert, sondern dass man da gleich produziert. Wir haben mit dem Export nach China jahrelang riesige Handelsbilanzüberschüsse erzielt. Aber letztes Jahr haben wir dann plötzlich mit denen ein Rekorddefizit gehabt von 84 Milliarden Euro. Und hier ein Beitrag aus dem Business Insider zu dem Thema. Auf dem Bild Annalena Baerbock neulich bei ihrem China-Besuch. Und das Ganze kann natürlich schon auch ein bisschen daran liegen, wenn man eine Regierung hat, die sagt, wir wollen ja eigentlich gar kein Geschäft mehr mit China machen, dann sagt vielleicht ja auch der eine oder andere Chinese, okay, wenn das so ist, dann kaufe ich auch kein Audi mehr. Und apropos China, weil im Westen ja gerade wieder Bankenkrise war, wir sind viel gefragt worden, was machen da jetzt eigentlich die Bankaktien in China? Haben die die Probleme jetzt auch? Und warum sind die in dieser Krise nicht gefallen, sondern warum steigen sie sogar gerade gegen den Trend? Dazu kriegen Sie von uns morgen einen Zukunftsmärkte-Report. Die chinesischen Bankaktien, die sind natürlich interessant, weil sie ja so hohe Dividenden ausschütten und weil sie die auch zuverlässig ausschütten. Aber es ist natürlich eine ganz andere Welt, der chinesische Bankensektor. Ist auch ein ganz anderer Rahmen, in dem die arbeiten. Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, also kurz nochmal zur Klimapolitik, weil ich habe ja letzte Woche hier schon mal mit Robert Habeck aufgemacht, obwohl es eigentlich nur um den europäischen Gasmarkt gegangen ist. Das ist zu Recht auch kritisiert worden dann. Also jetzt auch hier nochmal Gerechtigkeit für Robert Habeck. Der größte Teil der Deutschen ist besorgt wegen dem Klimawandel. Und in der neuen Umfrage, da haben 78% sogar gesagt, ihnen geht die Klimawende zu langsam. Und darum haben viele sicher auch die Grünen gewählt. Jetzt macht die Regierung das, wofür sie ja gewählt worden ist, zum Beispiel mit dem Heizungsgesetz. Aber ein Aufschrei geht durchs Land und die Umfragewerte brechen immer weiter ein für die Regierung. Und man kann sich da jetzt natürlich um Details streiten. Aber wenn man klimaneutral werden will, dann muss man natürlich an das Thema Heizung ran. Was denn sonst? Oder was haben wir denn gedacht, wie wir klimaneutral werden? Mit Veggie Days, mit einer Avocado-Sondersteuer oder dass wir einfach eine Klima-App jetzt dann hochladen und alles ist wieder gut? Oder haben wir gedacht, bei dem Thema geht es ja eigentlich gar nicht um uns, sondern da geht es bestimmt nur um die Industrie und um irgendwelche bösen Superreichen, also um die anderen. Ja, also wir haben jahrelang jetzt eben nichts gemacht, außer dass wir uns gegenseitig ermahnt haben und uns belehrt haben, jahrelang und jeder jeden immer noch übertreffen muss, wenn es darum geht, dass man betont, wie wichtig Klimaschutz ist. Und jetzt stellt man aber fest, sowohl die Regierung als auch das Wahlvolk, so trivial ist das Thema nicht, wie man sich das gedacht hat. Und es wird uns keiner eine Patentlösung hinstellen und das Ganze wird auch seinen Preis haben, definitiv. Und wir werden da auch noch brutale Debatten haben und uns da die Köpfe einschlagen, da mache ich mal gar keine Illusionen. Aber diese Debatten, die dürfen jetzt eben langsam mal nicht mehr darum gehen, wie wir es gerne hätten, die Welt, sondern darum, wie es jetzt eben konkret funktionieren soll. Und zwar am besten ohne, dass wir damit unsere wirtschaftliche Basis zerstören.
Und dafür brauchen wir meiner Meinung nach jetzt auch wirklich als Ausgleich eine aggressiv wirtschaftsfreundliche Politik, sonst wird es hier unschön. Neulich war ja Ostern. Da haben wir hier bei mir zu Hause einen riesen Osterteller rumstehen gehabt, so mit Süßigkeiten. Und die meiste Zeit bin ich ja allein in der Wohnung. Meine Lebensgefährtin, die geht einer anständigen, richtigen Tätigkeit nach. Ich selber mache ja hier hauptsächlich Videos auf YouTube. Und da kommt man dann natürlich tausendmal an diesem Teller vorbei und denkt sich dann, ach ja, jetzt hole ich mal noch ein Krokantei und noch eins, der Teller ist so voll, das merkt man ja nicht mal, wenn man sich da was rausholt. Bis er irgendwann dann mal nicht mehr voll ist natürlich, sondern bis fast alles weg ist. So ähnlich ist es auch mit der Wirtschaft, würde ich sagen. Wir sind ein reiches Land, wir haben gute Leute, wir haben gute Unternehmen, aber wenn man hier immer nur sagt, ach, ich nehme hier mal was weg und da noch was weg und da noch und hier eine Einschränkung und da noch eine Belastung, dann ist trotzdem irgendwann mal Feierabend. Und wie schon oft gesagt, wir tun auch dem Klima keinen Gefallen damit, wenn Industrie dann wegen der Klimapolitik abwandert in Länder, wo die Einschränkungen durch die Klimapolitik viel geringer sind. So viel dazu. Denken Sie noch an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den Aktien aus dem chinesischen Bankensektor. Wie gesagt, morgen geht er raus. Sie kriegen die Reports von uns auf www.zukunfts-märkte.de. Ihre DAX-Aktien können Sie natürlich trotzdem behalten, weil wir wissen ja, auch die werden in Zukunft Werte schaffen, nur eben nicht mehr hier bei uns. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.